Butter Brody. Man kennt ihn. Das ist mein Auto, ich habe nur meinen Schlüssel verlegt. Mach doch, dass du wegkommst. Das ist schon wieder Polizei. Ich höre, ich hier wieder umfahre, dann habe ich die wieder direkt am Nacken. Ich bin direkt gesucht. Warum? Achso, ich bin gesucht, nicht mein Auto ist gesucht. So, dann machen wir einen kurzen Abstecher geradeaus. An alle, Aktion abgebrochen. Zurück zur Wache. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Oh oh. Scheiße. Alter. Der Mann ist tot. Oh oh. Dann was? Ihr habt ja Nerven. Oh, was ist denn da an Polenta unterwegs? Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Auf einmal ist alles explodiert, Jungs. Oh, was? Leck mich doch am Fuß, Alter. Was war denn da los? Volksaufgebot oder was? Volksbegehren? Ohne Scheiß, warum werde ich jetzt. Warum werde ich denn gesucht? Ich hatte doch gerade gar kein Wanted-Zeichen. Irgendwie ist ein Bösewicht. Hey Boys! Zurück zur Wache! Sorry. Was ist passiert? Es ist halt auch, dass man aus dem Auto nicht schießen kann, ne? Also, das ist wahrscheinlich so mittlerweile so normal geworden, dass man das in anderen Spielen total vermisst. Lauf einfach jetzt. Weil das ist ja nicht. Bis ich aus dem Auto ausgestiegen bin, bin ich schon dreimal tot. Habt ihr ja gesehen, wie das abläuft. Ich werde wieder gesucht. Immer noch gesucht. Ah, sichi. Ja, sicher. Kann ich mal durch? Ey, Leute. Was ist denn hier los? Hab ich irgendwas verpasst? Stimmt, ich bin die ganze Zeit, werde ich gesucht. Warum? Schau ich mir das eigentlich an? Übrigens, ich muss mal ganz dringend telefonieren. Sorry, Kumpel. Ich schulde dir 5 Cent. Er will es halt wissen, ne? Er schlägt mir jetzt erstmal richtig die Visage ein. Ich finde es halt auch super, dass man nicht kontern kann. Blöder Wichser, bleib bloß am Boden. Bitte tun Sie mir nichts! Reicht jetzt auch. Das lohnt sich auf jeden Fall erstmal die Blüte. Muss die Bullen abschütteln. Die Bullen nacken freut sich da nicht auf. Der wollte mich doch wohl verarschen. Das kann doch nicht wahr sein! Was ist das für eine Scheiße, ey? Zieh ihm die Latzhose übers Gesicht. Ich wollte nur telefonieren. Dann zettelt er eine Schlägerei ein, die Polizei macht mich lang, Alter. Das ist. Beim Bestechungsversuch werden sie mich jetzt auch direkt hops nehmen, pass mal auf. Empire Bay Police Department, Sergeant D'Amato am Apparat. Jimmy hier. Ja, der Jimmy. Hat das übliche Anliegen. Die Telefonzelle ist explodiert, ja. Schick später jemand mit der Kohle vorbei. An alle! Aktion abgeblasen! Zurück zur Wache! So, jetzt die Mission annehmen. Kann da nicht wahr sein, ey. Also ich habe auch schon einiges erlebt an Missionen, ne, wo das so schief gegangen ist, da kannst du keinem erzählen. Aber das war ja jetzt schon wieder. Letztens, also vorhin hat mich fast einer am Hotdog-Stand umgeblasen, weil du einfach mal die Animation, wenn du einen Hotdog kaufst und isst, gefühlt 30 Sekunden geht.
Das war der Wahnsinn. Polizei, hier wird es gleich eine wilde Schießerei geben. Können Sie mich bitte beschützen? Er ist bewaffnet. Adios, Arschloch. Wir haben einen Tötungsdelikt. Tatverdächtiger ist bewaffnet. Die falsche Waffe dafür, ne? Nicht schlecht. Also. Adios, Arschloch. Oh, ho, ho. Bingo. Diese Waffe macht mich nochmal fertig hier. Messer gefährlich! Einsatz von Automatikwaffen genehmigt! Ich will gar nicht die MP40 nehmen, aber die Feuerrate ist halt wesentlich zu wenig. Wir haben einen Tatverdächtiger ist bewaffnet! Da wusste er wieder der Tank, ne? Wunderbar! Ah. Lesern hier wieder über die Map. Erreiche die sichere Zone. Ja nun. Könnte vielleicht ein Problem werden. Ich muss übelst weit laufen. Machen wir nicht. Mein Tod. Der Verdächtige ist um die 1,80. Oh. Normaler Körperbau. Out of the way, bitch. Er muss mir jetzt die Mission jetzt noch schwer machen, ne? Unglaublich. Yeah. Ganz ruhig. Alles halt dran vorbeigefahren. Oh, schnell. Huh. S. Premium. War wahrscheinlich der Film nicht auflegen. Basti wurde am Hotdog-Stand einer ge... Nein. Ich wurde fast weggeblasen. Hören Sie doch zu. Junge. Ich werde immer noch gesucht. What the fuck? Kann ich mal... Sorry, Kumpel. Ich schulde dir 5 Cent. Ja, ein bisschen schwierig, die Situation. Was ist denn mit euch los, Alter? Habt ihr so schlechte... Ich kann dir die 5 Cent gerne wiedergeben. Ist doch nicht normal. Nichts! Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Mit den Bullen im Nacken freut sich da nicht auf. Jetzt haben die echte Telefonzelle kaputt. Das ist doch schon wieder nicht zu fassen, ne? Pass doch auf, wo du lang fährst! Nehmen wir dein Auto. Warum ist das abgeschlossen? Ist der Verdächtige wahr. Ist um die 1,80. Ja nun. Normaler Körperbau. Haben wir die richtige Karre für ein Red Race hier ausgesucht. Aber damit wird nicht so viel passieren, weil die kann nicht so schnell fahren und das ist auch wesentlich besser zu lenken. Ein bisschen Musik an. Scheiße, ist das Ding schnell. Ja, so geht das. Im Drift direkt wieder so viel Geschwindigkeit verloren, dass man nicht mehr was bekommt. Achtung, englische Aussprache. Erforderlich. Vom Banker zum Henker. Ach, Koala. Manchmal kriege ich das Hopfen und Malz verloren bei dir, ne? Irgendwie. Ach, guck mal, eine
Einsame Telefonzelle, vielleicht können wir hier. Bevor die Polizei um die Ecke kommt. Geh doch in die Telefonzelle rein. Hier mal ein bisschen Luft verschaffen. Das ist immer der gleiche vor allen Dingen, ne? Ja, der Jimmy. Das übliche Anliegen. Alles klar. Schick später jemand mit der Kohle vorbei. An alle! Aktion abgeblasen! Zurück zur Wache! Bisschen Luft mir mal ja, verschaffen. Das Ding ist, ich esse meistens nur, wenn es auf dem Weg liegt. Aber guckt euch mal an, hier auf dem Weg was zu essen ist. Es ist quasi, doch, wir haben da ein Burger-Restaurant, da können wir noch kurz anhalten. Boah, ich kann ja nicht vorlesen, was du hier immer schreibst. Ne? Die Leute, YouTube strike mich direkt weg und Twitch auch. Da wäre fast alle Zeit reingefahren, na Mensch. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Hätte doch gar nicht auf, so eine total zerschossene Karre, ne? Du bist doch nicht wegen sowas gestrikt. Are you sure? Bad language? Wir können es rausfinden, ja. Danke, danke. Sogar besser als der Burgerladen. Das ist ein sehr vornehmes Restaurant. Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Habe ich Restaurant gesagt? Bitte, Sir. Das ist eine Bar. Muss eigentlich richtig abschießen? Ich habe das übrigens noch nie probiert, ne? $0.90, mussten wir überlegen, wie billig das ist. Was darf es denn sein? Wir haben schon ganz schön einen im Tee. Mal richtig einen reinleuchten. So, bitte sehr. So, auf Mr. Wasted Screen kommt. Ging das wirklich bei GTA? Halten Sie es für klug, noch ein Glas zu trinken, Sir? Sie haben genug, oder? Ich bestimme, wann genug ist. Hat ein hartes Leben, okay, ich war im Knast. Ich weiß gar nicht, ob wir abgesessen haben, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwann verschwindet die Fullness, kann das sein? Also, es war schon stärker. Möchten Sie wirklich noch was trinken, Sir? Beehren Sie uns doch bald wieder, Sir. Völlig hackedicht. Ja, nicht, dass wir noch stolpern. Ich fahre mal Auto. Also die Sicht verschwimmt a little bit, aber ansonsten alles gut. Also ich hatte auch beim Laufen gerade keine Einschränkungen. Also keine Einschränkungen. Zur Verteidigung der Anklage. In den Zeitungen steht, dass Biggs als Bruder Tinny Drogenhandel vorgeworfen wird. Es wäre zu schön, wenn das kleine Arschloch vor die Hunde ginge, aber du weißt ja, wie die Gravinas arbeiten. Der einzige Zeuge wird nicht geschützt. Rette ihn vor der Mafia, damit er aussagen kann. Easy. Der Mann ist trinkfest, dann geht er, bist du schön am Wanken und die Karre hältst du auch nicht gerade auf der Straße. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, dass GTA ein bisschen später kam, ne? Bin noch besoffen, okay. Aber das hat jetzt hier keine Auswirkungen scheinbar. Bums, bin auch direkt wieder nüchtern. Gerade eine Flasche Brandy gekippt, ist aber stocknüchtern wieder, nach 10 Sekunden. Aber keine Sorge, Con, du fährst da nüchtern auch nur. Auch so, als wenn du 1,8 im Kessel hast.
In-game schon, das stimmt. Ich schiebe es immer auf die Autos und auf die Steuerung. Mehr Gangster. Er ähnelt so ein bisschen dem ganzen aus dem ersten DLC. Müssen wir ihn halt einfach nur beschützen. Hat er halt nochmal geschafft abzudrücken. Der Sauhund. Bin ich doch wirklich am Auto hängen geblieben. Nicht schlecht. Gute Nacht. Ja, der Mann ist tot. Adios, Arschloch. Haben wir noch irgendwelche Vollautomatikwaffen? Hier ist nicht mehr da. Zeigt schon ein hässliches Köpfchen. Ah, hier. Bin Tommy Gun. Das hätte auch böse ausgehen können. Kritische Treffer, Multiplikatorbonus. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie was ausmacht, wenn man noch mit einem aktiven Multiplikatorbonus reinläuft. Früher gehört das doch zum guten Ton. Betrunken Auto zu fahren oder was? Nur ein C vor allen Dingen. What the fuck? Oh, hinten schon wieder ein Auto klauen. Oh. Hasse ich immer wirklich wie die Pest. Die Labotamie. Machen wir doch gleich mal. Hallo, Herr Wachtmeister. Und ab dafür. Würde mich ja echt mal interessieren, was passiert, wenn man so die richtig lahmste Karre überhaupt in diesem Game pimpt. Erstmal, ob das überhaupt geht. Die dann halt total off board. Ganz ruhig. Gott. Oh, das war knapp. Muss ja immer Angst haben, dass irgendwo ein Polizist hier um die Ecke steht. Diesen krassen Move gesehen, mich da durchgesneakt habe. Heftig, oder? Bei manchen Autos ist auch so ein Laternenmast kein Problem, ne? Säbelst du einfach um, bei anderen bleibst du einfach dran hängen. Der fällt dann zwar auch um, aber du bleibst erstmal stehen. Außenrum werde ich hier fahren. Das
als ob. So, die Labotomie. Heute ist dein Glückstag. Ein guter Freund hat dir verraten, wo du Gravinas Consigliere findest. Consigliere. Wird Consigliere gesprochen, oder? Consigliere? Ich weiß nicht. Einen alten Sack namens Ettore. Er ist das Gehirn hinter Gravinas Aktivitäten. Leider befindet sich sein Gehirn in seinem Kopf. Dabei sehe es an einer Wand viel besser aus. Kümmere dich um ihn. Es könnte auch ein Spruch von Koala sein, ne? 1:1 Zitat. Ich schwör's euch. Das wird Consigliere ausgesprochen. Genau. Genau. Es wird Consigliere ausgesprochen. Eindeutig. Consigliere. Consigliere. Ich müsste es einmal hören, damit ich weiß, wie ich es aussprechen muss. Consigliere. Achso, eine Eselsbrücke wäre schon nice. Ich muss den quasi wegmachen, ja. Yeah. Erfolge ihn ganz unauffällig. Er wird mich ja nicht kennen, oder? Das ist so richtiger Mafia-Style, ne? Gar nicht lang fackeln, dann steigen 3-4 Typen mit einem MP aus, legen alle um und verschwinden wieder. Consigliere. Wenn du hier mehr Apostroph-Dinger darüber schreibst, Koala, dann weiß ich es auch nicht genau. Müsst es einmal hören. Schick mir eine Audionachricht in WhatsApp und sprich's mir einmal vor. Ja, die Silben kannst du aber schon lesen, oder? Consigliere. Ja, aber es geht ja um die Aussprache von genau diesem vorletzten Silbe. Das ist ja mein Problem. Jetzt ist doch mein Problem. Vor allem stell dir mal vor, du parkst dein Auto hier irgendwo am Straßenrand und ständig donnert dir ja einer in die Karre rein. Weil er so unfähig ist, Auto zu fahren. Dann gar nichts verkehrt, jetzt nochmal etwas Italiano-Deutsch. Mit Gestikulierung an der Fingerspitzen und du hast das Wort. Consigliere. 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 Ich weiß. Oh Mann. Wo ist ein waschechter Italiener, wenn man ihn braucht? Ich überlege gerade, wie lange ich letztes Mal gebraucht habe, um das DLC durchzuspielen. Ich glaube, ich habe 2 Sitzungen gezockt. Eine 3 Stunden und eine 4 ungefähr. Aber sicher bin ich mir nicht. Das sind 4 fucking Silben, das musst du schon so lesen. Ja, aber ich habe das Problem. Consigliere. Wie setzt man diese Betonungsstriche über dem... Also wie spricht man das aus? Ich dachte, es war immer noch so ein Zsch irgendwie da dazwischen. Nein, hier geht's nicht lang. Doch, die Straße nehmen. Endlich. Ist das echt so ausgesprochen? Ich dachte, es war immer so ein bisschen nuschelig. So dieses italienisch nuschelig, weißt du? Nix mit Zsch. Walker Rocket Diebstahl. Dieser Walker Rocket sieht aus, als käme er direkt aus einem dieser dämlichen Science-Fiction-Filme. Da würden mich keine 10 Pferde reinkriegen. Dennoch habe ich hier eine Bestellung für einen Walker Rocket. Ein Walker Rocket. Noch dazu für gutes Geld. Naja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Ja, nun. Blau die Karre und auf geht's.
Ich frage mich gerade wirklich, ob hier jemand wohnt, ne? Das ist ja nur wirklich da. Das Assige vom Assigen hier. Mal durch hier, danke, danke. Ja, ach, das hier so oben. So geht das. Ja gut, das ist wirklich Geschmackssache. Oh ja, Autobahn, mehr oder weniger. Das wird ja lustig jetzt. Der hat schon wieder so extrem die Spur gewechselt. Hast du das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ah, mein Gott. Auf die Karte gegangen, dann kommt wieder eine scharfe Rechtskurve. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Handbremse und Vollbremsung. Der ist gar nicht langsamer geworden, ne? Ah, ja nun. Wir wissen, Zeit ist mehr Geld als, ja, Aussehen von der Auto, von dir Auto. Danke auch nochmal an dieses Sponsoring von dem Fahrgast. Dieser Unfall wurde gesponsert von der allgemeinen Verkehrsuntauglichkeit der anderen Teilnehmer. Das sind immer die anderen, ja? Ich will es nur sagen. Ich finde die Mucke von Forrest Gump, im Radio. Im Radio? Ja. Ich kriege auch regelmäßig auf YouTube Copyright-Warnungen, dass es in manchen Ländern nicht abgespielt werden kann. Weil... Oh Gott. Oh, weil die Musik in den jeweiligen Ländern nicht wiedergegeben werden darf, weil da die Rechte nicht geklärt sind. Was das denn für eine sicke Kamerasteuerung gerade? Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig wäre ich auch gerne mal, ja. Ja nun, war jetzt noch nicht die beste Zeit, muss ich sagen. Wieder ein Auto klauen, ernsthaft? Wie viele denn noch? Hey, wie viel Kohle? Ich habe fast 25.000 Dollar. Oh, Exit hat mir einen Host da gelassen und er wird wieder nicht angezeigt. Vielen Dank für deinen Host, Exit. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer. Es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein Auto-Host ist. Das ständig geht das nicht, wenn Exit mich hostet. Ich weiß es nicht, warum. Kann es euch leider nicht beantworten. Es wird nicht getriggert. Ich habe Auto-Hosts eingestellt im Streamlabs. Er zeigt es einfach nicht. Ich weiß nicht, was das für eine... Upsala. Was das für ein Kack ist. Sollte mir, glaube ich, mal angewöhnen, einfach zu hupen. Komm, Baby, zeig, was du drauf hast. Hier muss ich raus.